Art in natürlichen Weihern. Lebte, so muss man leider sagen. Denn der rapide Artenschwund hat auch vor diesen Biotopen nicht Halt gemacht. Doch nicht nur niederen Tieren, Insekten, Fischen, Lurchen und Reptilien dient der Weiher als Lebensraum, sondern ebenso einigen Säugetieren, die an seinen unzugänglichen Ufern leben. Zu ihnen gehört auch der Nerz. Der europäische Nerz ist in Deutschland seit etwa 50 Jahren ausgerottet. Der amerikanische Nerz, den wir hier sehen, kommt hingegen in Nordamerika noch recht zahlreich vor. Zu sehen bekommt man ihn allerdings nur sehr selten, da er ziemlich verborgen lebt. Nerze sind Einzelgänger. Dieses Nerzweibchen, auch Fähe genannt, ist gerade nicht auf der Jagd. Sonst hätte es eine der Stockenten gewiss in einem blitzschnellen Angriff erbeutet. Was die Beutetiere betrifft, so sind Nerze nicht wählerisch. Neben Wasservögeln jagen sie auch Wasserschlangen, Bisamratten oder Lurche. An Land erbeuten sie Vögel, Eichhörnchen oder Mäuse. Der Nerz ist ein überwiegend nacht- oder dämmerungsaktives Tier. Am Tage beschränkt er sich meist auf Erkundungsgänge innerhalb seines Wohngebiets, wobei ein einzeln lebender Rüde, also ein männlicher Nerz, für sich Gebiete zwischen 20 und mehreren hundert Hektar beanspruchen kann. Die Fähe streift nur selten in größerer Entfernung von ihrem Bau umher. Nicht immer wird die Beute gleich an Ort und Stelle verzehrt. Die Wasserschlange, die der Nerz soeben fortschleppte, fiel ihm schon in der vergangenen Nacht zum Opfer. Jetzt bringt er sie als Vorrat zu seiner Behausung. Nerze töten oft mehr Beute, als sie verzehren können, und legen sich dann Nahrungsvorräte für mehrere Wochen an. Nur selten baut die Fähe ihre Höhle selber. Wenn sie keinen leeren Bau findet, übernimmt sie einfach die Wohnhöhle von Bisamratten, nachdem sie diese vertrieben hat. Gerne bezieht sie auch einen ausgehöhlten Baumstamm. Nerze paaren sich zwischen Februar und März. Nach einer Tragzeit von etwa 50 Tagen zieht sich die Fähe in ihren Bau zurück und bereitet ein Lager für die Geburt vor, das sie mit Gras, Blättern und Haaren ihres Winterpelzes auspolstert. Hier sehen wir eine Fähe beim Gebären. Gleich nach der Geburt wird das Junge trockengeleckt. Nerze bringen zwischen 3 und 10 Junge zur Welt, in Abständen von etwa 10 bis 40 Minuten. Die Neugeborenen haben eine Länge von etwa 4 cm und wiegen, je nach Wurfgröße und Geschlecht, zwischen 6 und 12 Gramm. Obwohl sie wie nackt aussehen, ist ihr Körper mit feinen weißlichen Härchen bedeckt. Bei der Geburt sind die Jungen blind und erkennen die Mutter nur am Geruch und an bestimmten Lauten. Oft finden die Neugeborenen die Zitzen der Mutter nicht gleich. So ist die Mutter ständig damit beschäftigt, sie dorthin zu lenken. Es ist eine anstrengende Aufgabe, auf die schon Geborenen aufzupassen und gleichzeitig das nächste Junge zur Welt zu bringen. Die Feen wildlebender Nerze sind sehr fürsorglich zu ihren Jungen. Bei Zuchtnerzen hingegen kommt es vor, dass sie ihren Nachwuchs töten. Das ist meist ein Zeichen, dass ihnen die Bedingungen der Gefangenschaft nicht zusagen. Zuchtnerze werden in Einzelkäfigen von der Größe einer Apfelsinenkiste gehalten. In den ersten Wochen ihres Lebens werden die Jungen ausschließlich mit Muttermilch ernährt. Sie nehmen rasch an Gewicht zu. Wenn sie 3 Wochen alt sind, wiegen sie schon 10-mal so viel wie bei der Geburt. In diesen 3 Wochen muss die Fähe eine Milchmenge produzieren, die ihrem eigenen Körpergewicht entspricht.
Um dies leisten zu können, muss sie besonders reichlich Nahrung zu sich nehmen. Junge Nerze bleiben nicht sehr lange bei der Mutter. Schon nach etwa 5 Monaten verlassen sie den Bau. Mit etwa 9 Monaten sind sie geschlechtsreif. In dieser relativ kurzen Zeit müssen sie von der Mutter alles lernen, was später für das Überleben notwendig sein wird. Die männlichen Tiere kümmern sich nicht um die Aufzucht der Jungen. Das ist allein Sache der Fee. Meist hat ein Nerz sein Revier nicht für sich allein, sondern er muss es mit anderen größeren Säugetieren teilen, zum Beispiel dem Waschbären. Wenn Nerz und Waschbär einander begegnen, versuchen sie sich mit Drohgebärden einzuschüchtern, bis einer nachgibt und verschwindet. Macht ein Waschbär Anstalten, in einen Nerzbau einzudringen, um sich ein Junges zu holen, so stellt sich ihm die Fee mutig entgegen. Obwohl die Gefahr vorerst abgewendet ist, scheint der Bau für die Fee nicht mehr sicher genug zu sein. Sie bezieht deshalb mit ihren Jungen lieber ein neues Quartier. Zielstrebig steuert sie auf die neue Behausung unter einem alten Baum zu. Ein Junges nach dem anderen trägt sie im Maul vom alten zum neuen Bau. Nerze wechseln häufig ihre Behausung, aber nicht nur, wenn sie Gefahr für ihre Jungen wittern. Da ihr Jagdgebiet ziemlich groß ist, haben sie mehrere provisorische Behausungen, die über das ganze Revier verteilt sind. Noch immer ist die Fee damit beschäftigt, ihren Nachwuchs in Sicherheit zu bringen. Wenn es der Schutz ihrer Jungen erfordert, so wird sie mit ihnen auch ein zweites oder drittes Mal umziehen. Die Jungen sind inzwischen 3 Wochen alt. Noch immer sind sie blind. Ihre Augen öffnen sich erst nach etwa 1 Monat. Doch schon mit 5 bis 6 Wochen werden sie von der Muttermilch entwöhnt sein. Es kommt sehr selten vor, dass sich der Rüde an der Nahrungsbeschaffung für die Jungen beteiligt. Auch bei diesem umherziehenden Vater ist es nicht der Fall. Die Fee hat ihren Gefährten gewittert und eilt aus dem Bau, um ihn zu vertreiben. Obwohl dieser Rüde fast doppelt so groß ist wie die Fee, lässt er sich von ihr davonjagen. Während die Fee zu ihrem Nachwuchs heimkehrt, zieht sich der Rüde an den Teich zurück. Etwa zur Mitte des Sommers haben die jungen Wildenten schon fast ihre volle Größe erreicht. Für Nerze sind sie eine leichte Beute, besonders wenn sie gründelnd nach Nahrung suchen. Das Nerzweibchen lauert auf eine günstige Gelegenheit zum Angriff. Mit einer blitzschnellen Attacke, der das menschliche Auge kaum folgen kann, hat es die Ente gepackt und mit einem einzigen Biss getötet. Von der Beute werden zuerst der Kopf und die Eingeweide verzehrt. Bei den Jungtieren haben sich inzwischen die Augen geöffnet. Sie sind also gut 1 Monat alt. In wenigen Wochen werden sie schon zum ersten Mal mit auf die Jagd gehen. Aber noch muss die Mutter alleine das Futter heranschaffen.
Dieses Mal hat sie den Jungen einen großen Frosch in den Bau gebracht. Nerze wurden früher nicht nur wegen ihres wertvollen Pelzes gejagt. Besonders die Bauern stellten den Nerzen nach, weil sie, wie andere Marder auch, zuweilen in die Hühnerställe eindrangen. Meist blieb dabei keines der Hühner am Leben. Diese halberwachsenen Jungtiere haben große Ähnlichkeit mit ihren nächsten Verwandten, den Wieseln. Ausgewachsen sind Nerze etwas gedrungener als diese. Die Mutter kommt gerade mit einer erbeuteten Maus zurück und wirft sie den Jungen vor. Um die Beute wird zwischen ihnen heftig gestritten. Sie fallen übereinander her, beißen sich und jeder versucht, dem anderen die Maus abzujagen. Bald ist eine wilde Rauferei im Gange. Am Ende zieht sich der Stärkste mit der Beute zurück. Immer öfter hält sich die Fee jetzt mit ihren Jungen vor der Wohnhöhle auf. Dies ist die einzige Zeit des Jahres, in der man eine Nerzfamilie überhaupt in freier Natur zu Gesicht bekommen kann. Im Sommer sind der Weiher und das umliegende Sumpfland voller Leben. Die jungen Nerze müssen lernen, Feinde zu erkennen und sich vor ihnen in Sicherheit zu bringen. Der Rotschwanzbussard, der selber keine natürlichen Feinde hat, kann jetzt unter vielen Beutetieren wählen. Er könnte zum Beispiel das Opossum schlagen. Doch kleinere Tiere sind für einen Greifvogel dieser Größe eine leichtere Beute. Etwa dieser junge Nerz, der sich sehr weit vom Bau entfernt hat. Natürliche Weiher sind schützenswerte Ökosysteme in unserer Kulturlandschaft. Diese ist in den vergangenen Jahrzehnten, vor allem auch durch die unselige Flurbereinigung, viel zu stark entwässert worden. Das hat unter anderem zu einem starken Rückgang typischer Wasserinsekten, zum Beispiel der Libellen, geführt. Gerade Libellen benötigen für ihre Entwicklung die Flora und Kleinfauna eines Weihers. Katastrophal ist auch der Schwund der Amphibien. Auch er wurde vor allem durch die Trockenlegung von Feucht- und Nassbiotopen hervorgerufen. Der Rückgang von Fröschen und Lurchen beeinträchtigt wiederum negativ die Artenvielfalt bei den am Wasser lebenden Vögeln und Säugetieren, denen sie als Nahrung dienen. Für viele Insekten sind Weiher und Tümpel ideale Brutplätze. Hier streift gerade eine Stechmücke ihre Puppenhülle ab. Sobald ihre Flügel ausgehärtet sind, wird sie davonfliegen, um Nahrung zu suchen oder selbst von einem anderen Tier gefressen zu werden. Vielleicht von einem Frosch. Ein Frosch wiederum ist für einen Waschbären eine willkommene Beute. Emsig nach Nahrung suchend, bemerkt der Waschbär nicht, dass ein Baumstachler hinter ihm steht. Dieser hat seine Stacheln zur Abwehr aufgerichtet. Doch feindliche Absichten hat er nicht. Oben im Baum sitzt ein Rotschwanzbussard auf Beobachtungsposten. Die jungen Nerze sind jetzt groß genug, um die Mutter bei der Jagd zu begleiten. Sie lernen von ihr nicht nur, wie man Beutetiere aufspürt, sondern vor allem auch, wie man vermeidet, selber die Beute eines anderen Tieres zu werden. Erwachsene Nerze haben in ihrer natürlichen Umgebung kaum Feinde. Früher wurden sie, wie gesagt, von Pelztierjägern stark verfolgt. Seitdem es Nerzfarmen gibt, sind Wildnerze weniger gefragt.
Trotzdem werden in Nordamerika noch heute mehrere hunderttausend wildlebende Nerze pro Jahr getötet. Zum Wohle der Pelzindustrie und ihrer Kundschaft. Junge Nerze können leicht Greifvögeln zum Opfer fallen. Zum Beispiel dem Rotschwanzbussard, der in Nordamerika weit verbreitet ist. Aus der Deckung heraus hat der Rotschwanzbussard im Überraschungsangriff einen der jungen Nerze geschlagen. Ängstlich schreit das überlebende Junge nach der Mutter. Sie hört die Schreie und eilt herbei, um es in den sicheren Bau zurückzuholen. Am Rande des Weihers haben sich nahe Verwandte der Nerze eingefunden. Es sind Streifenskunks. Skunks oder Stinktiere haben wie alle Marder zwei große Afterdrüsen, aus denen sie zur Verteidigung ein übelriechendes Sekret verspritzen können. Nähert sich ihnen ein Feind, so fliehen sie nicht, sondern drehen ihm die Rückseite zu und richten den Schwanz in die Höhe. Skunks können ihr Sekret bis zu 6 Meter weit verspritzen. Sie sind Allesfresser, die sich von Pflanzen, Insekten, Früchten, Kleintieren und Eiern ernähren. Im Gegensatz zum Skunk kann der Nerz sein Abwehrsekret nicht verspritzen. Doch dessen Geruch ist noch eindringlicher als beim Skunk. Das Afterdrüsensekret dient den Nerzen zur Markierung ihrer Wohngebiete. Während der Paarungszeit ist sein Geruch besonders intensiv. Es dauert eine gewisse Zeit, bis die jungen Nerze gelernt haben, aus der Vielzahl von Tieren jene herauszufinden, die für sie als Beute in Frage kommen. Die Erfahrung wird sie lehren, dass zum Beispiel diese giftige Kröte für sie ungenießbar ist. Unter den Nachbarn der Nerze befindet sich auch eine Waschbärenfamilie. Die jungen Waschbären sind etwa so alt wie die jungen Nerze. Auch sie müssen jetzt lernen, selber nach Nahrung zu suchen. Die kleinen Waschbären sind schon sehr geschickt beim Aufspüren von Krebstieren im flachen Uferwasser. Die Nerzfee meidet jeden Kontakt mit ihnen. Für die jungen Waschbären ist ein halb im Wasser liegender Baumstamm ein idealer Platz zum Spielen. Geruchs- und Tastsinn sind beim Waschbären besonders gut entwickelt. An Land spürt er seine Beute mit Hilfe des feinen Geruchssinnes auf. Beim Beutefang in Spalten und unter Steinen, aber auch beim Fang von Wassertieren, sind ihm seine geschickten Tastfinger sehr nützlich. Unter den Waschbären schwimmt ein junger Nerz im Schilf und übt sich in der Unterwasserjagd. Nerze sind beim Fischfang sehr erfolgreich. Hierbei kommt ihnen auch ihr besonders gutes Sehvermögen zustatten. Nerze sind bei uns als ehemals heimische Tiere kaum in Erinnerung geblieben. Das hat vermutlich damit zu tun, dass man diese scheuen Tiere in der Unübersichtlichkeit ihrer Lebensräume auch früher, als sie bei uns noch verbreitet waren, kaum zu Gesicht bekam. Noch bevor der Sommer zu Ende geht, werden die Nerze sich selbstständig machen und ihr eigenes Territorium suchen. Die Lebenserwartung von Nerzen ist relativ gering. Sie werden kaum älter als 3 Jahre. Doch ihre große Fruchtbarkeit sichert der Art den Bestand. Wo immer Nerze günstige Lebensbedingungen vorfinden, breiten sie sich sehr schnell aus.